Hi ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angesprochen. Ich habe ja in letzter Zeit öfter mal Interviews geführt und heute habe ich mir wieder jemanden in meinen Keller eingeladen und das ist der Daniel Bernsen. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Hallo Dirk, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ja, du bist ja nicht zum ersten Mal hier, wir haben ja schon mal zusammen gespielt. Ich erinnere mich noch, du sicherlich auch, weil die Heimfahrt war sehr abenteuerlich im Schneegestöber. Und warum habe ich dich eigentlich heute eingeladen? Ich bin so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, auf dich und deine Spiele jetzt nochmal oder erneut sozusagen über den geschichtlichen Kontext, den du ja in deinen Spielen auch mitunter drin hast, also in manchen zumindest. Mhm. Und als ich mit Uwe vom Skellig Games jetzt vor kurzem gesprochen habe, da haben wir auch über dein Spiel gesprochen, über Mice to Meet You, was jetzt veröffentlicht wird. Eines der beiden Spiele, was jetzt kommt. Ich hätte schon fast gesagt, ein Erstlingswerk. Zum Glück hast du mir vorhin nochmal gesagt, dass es das nicht ist. Da kam ich auch irgendwie auf die Idee, eigentlich könnte ich mich mit dem Daniel mal über das Thema Geschichte in Brettspielen unterhalten. Und genau das wollen wir heute tun. Wir haben es mal überschrieben mit dem Thema Geschichte spielend erleben. Ob das dann immer so ist, wollen wir mal sehen. Werden wir vielleicht heute auch nicht final ergründen, aber ich glaube, wir werden uns dem Thema mal annähern. Und zum Anfang vielleicht ein paar Worte zu dir. Vielleicht stellst du dich kurz nochmal vor, wer du bist. Deinen Namen habe ich ja jetzt schon verraten. Mhm. Und vor allem, wie bist du zum Spielen gekommen und wie und warum bist du überhaupt Autor geworden? Und dann ist die Sendung auch schon voll, wenn ich anfange zu erzählen. Ja. Nee, also gerne. Also ich bin von Beruf Geschichtslehrer und Französisch- und Spanischlehrer. Und vor 3,5 Jahren hat ein Kollege eine Medien-AG, also eine Radio- und Medien-AG, hat er dann Brettspiele mitgebracht und hat dann das Stück für Stück umgewandelt. Wir haben erstmal Rezensionen geschrieben und plötzlich haben wir nur noch gespielt. Und bis dato dachte ich eigentlich, dass Brettspielen irgendwie, das letzte Brettspiel hatte ich irgendwie vor 25 Jahren angefasst. Und es war tatsächlich so, dass der Kollege mich dann über diese AG, die er, also meine Medien-AG, die er in eine Brettspiel-AG umgewandelt hat und die es bis heute gibt, zum Brettspielen gebracht hat. Und als ich dann moderne Brettspiele gesehen habe, habe ich sofort gedacht, das kannst du ja super für den Unterricht, das ist, ne? Warum gibt es noch nichts für den Geschichtsunterricht? Und dann war mein erster Proto, den ich dann irgendwie vor 3,5 Jahren gemacht habe, auch ein Risikoklon, wo Römer rumgelaufen sind und Barbaren irgendwie, genau, dann unterwegs waren. Genau, und das hat so viel Spaß gemacht, mich dabei geblieben und wie du gerade gesagt hast, ne, Mice to Meet You hat nichts mehr mit Geschichte zu tun und deshalb ist beides da. Ne? Also um nochmal zu gucken, was kann man mit Spielen machen im Bereich Lernen, insbesondere eben für Geschichte, das ist so mein Fach als Lehrer und dann aber auch ergeben sich automatisch, wenn du anfängst, Spiele zu erfinden, zu entwickeln, Ideen, die nichts mit Geschichte zu tun haben und die einfach Spaß machen. Mhm. Genau. Und die Idee ist immer noch da, zu gucken, dass es eben nicht, wenn ich jetzt für Geschichte oder Geschichtsunterricht arbeite, nicht so klassische Lernspiele sind, keine Quizspiele sind, weil das gibt es relativ viel, sondern eigentlich bieten moderne Brettspiele so viele Möglichkeiten, dann Geschichte auch im Spiel aufzugreifen, dass man damit viel mehr machen könnte. Und das finde ich eine ganz spannende Frage. Mhm. Aber das sind so Sachen, die nebenbei laufen, also die nebeneinander laufen. Ja. Das heißt also, als Spieler bist du eigentlich jetzt erst wieder, sag ich mal, so vor relativ kurzer Zeit so mit Spielen in Berührung gekommen, nach der Kindheit, würde ich mal sagen. Genau, nach der Jugend und Kindheit. Also zu Hause haben wir, weiß nicht, 5, 6 Spiele gehabt und dann Anfang des Studiums habe ich aufgehört zu spielen, wo viele angefangen haben, wo man so viel Zeit hat. Und habe tatsächlich erst vor 2015, 16 wieder angefangen. Und für mich hat sich da eine ganz neue Welt irgendwie aufgetan. Und seitdem nerve ich auch alle damit. Weißt du, so die Konvertiten sind, glaube ich. Ja, gut, das machen wir ja alle. Die Schlimmsten, ne? Wenn, das ach so, meinst du, so, der gerade Nichtraucher geworden ist. Ja, ja, genau. Alle bekehren. Der dann neu Brettspieler geworden ist. Ja, der dann, ja. Guck mal, was da Tolles gibt. Und dann geht man allen damit auf den Keks. Genau. So der. Und da ging tatsächlich auch das Entdecken von Spielen und wieder Spieler werden mit, das bietet auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, damit was für einen Unterricht zu machen und von da aus zum Brettspielautor tatsächlich war ein relativ kurzer Weg und dann es waren krasse 3,5 Jahre und ja, du lernst halt wahnsinnig viel, wenn du da so auf einmal so was reinrutscht. Ja, so, und dir auch so eine ganz neue Welt erschließt, ne? Also ja. Das ist, war wirklich toll. Wenn ich dich jetzt nachts wecken würde, nicht, dass wir relativ häufig nachts irgendwie in der Nähe zueinander sind, aber wenn ich dich jetzt nachts wecken würde, was wäre so das Spiel, wo du sofort sagen würdest, ja, spiele ich mit? Kann ich dir gar nicht sagen. Wenn du mir kurz sagst, worum es geht, dann bin ich fast offen für alles. Also das ist wirklich nicht, ich habe nicht das Spiel. Also kann ich dir... Ja, weil es gibt doch immer so, wo du sagst, zumindest so eine Art von Spiel, bist du eher so Partyspieltyp oder spielst du einfach alles? Tendenziell spiele ich alles, weil es mich interessiert, wie es funktioniert. Da hast du diesen Autorenblick auch. Ja. Ne? Deshalb kannst du mich eigentlich mit jedem Spiel ködern.
Ich spiele vor allem Familienspiele. Das hat aber damit zu tun, ne, was spielen halt die Leute, mit denen ich unterwegs bin, was spielen die Spielerunden. Und wir haben das hier vorne irgendwo liegen, genau, Madeira zum Beispiel. Ja, genau hier. Habe ich mir gekauft, möchte ich unbedingt gern spielen, aber habe ich in keiner Spielgruppe bisher anbringen können. Ne? Weil da kannst du jetzt ja direkt den Kickstarter noch mit unterstützen. Dann hast du noch mehr Spiel im Regal stehen, genau, was du nicht spielen kannst. Genau. Sehr gut. Also der Pile of Shame ist hoch und das sind vor allem die komplexeren Spiele, die ich gern spielen würde, aber wo dann oft eben die Mitspieler fehlen. Mhm. Genau. Also das hängt ein bisschen davon ab, mit wem spielst du. Und dann fängst du auch an, Solo zu spielen. Für Madeira gibt es übrigens eine Solo-Variante auf Board Game Geek. Ja, habe ich mir auch schon runtergeladen. Okay. Genau. So, aber kommen wir mal zurück zum Thema vielleicht. Geschichte in Brettspielen. Mhm. Nun ist es ja so, es gibt ja wahnsinnig viele Spiele, die irgendwie ein Geschichtsthema. Wir haben eben mal so durch meine Regale geschaut und eigentlich kann man fast jedes fünfte Spiel rausziehen und hat irgendein Geschichtsthema, was draufsteht. Sei es jetzt ein Orléans, was ein Geschichtsthema vorgaukelt, schlussendlich gar nicht ist. Oder sei es sowas wie Watergate oder eben das jetzt gerade frisch bei mir eingetroffene Marquis, wo eben Geschichte dann doch einen stärkeren, viel stärker im Spiel, nicht im Spiel selber verzahnt ist, aber so in das Spiel verwoben ist einfach. Ne? Also häufig hast du ja nur so ein aufgesetztes Thema, manchmal ist es auch richtig tief drin. Und ihr habt jetzt zum Beispiel ein Spiel gemacht, wo es wirklich darum geht, Geschichte auch zu vermitteln den Schülern. Oder auch anderen Menschen, muss ja nicht unbedingt nur ein Schüler in der Schule sein, es können ja auch andere Menschen nochmal Geschichte lernen. Ich bin zum Beispiel unfassbar schlecht in Geschichte. Interessanterweise trotzdem so viele Geschichtsspiele, ne? Ja. Aber das ist, glaube ich, auch sowas, ne? Geschichte ist halt auch was, was jetzt sich nicht so einfach erschließt und vielleicht können ja Brettspiele dazu beitragen, dass es einfach leichter geht. Das ist eine interessante These, weil ich habe, als du es gerade so erzählt hast, genau andersrum gedacht. Ich glaube, mich gefragt, warum sind denn so viele Spiele? Ne? Du hast gerade gesagt, so 20 von 100, also ne, vielleicht sind es sogar mehr. Aber warum haben so viele Spiele zumindest ein Cover, einen Titel, irgendeine Beziehung zu Geschichte? Und ich glaube nicht, dass es so kompliziert zu vermitteln ist, sondern weil halt sich wahnsinnig viele Leute dadurch angesprochen fühlen. Also ich meine, ne, im Prinzip willst du ja Spiele verkaufen. Mhm. Also gehst du hin. Und ein Geschichtsthema scheint in vielen Fällen halt zu ziehen. Also im Sinne von, es verkauft sich gut. Mhm. Und da sind wir auf einer Ebene, wo man erstmal gar nicht unterscheidet, wie viel Geschichte steckt in dem Spiel drin. Aber für mich eine sehr spannende Ebene, wenn du ja guckst, ne, was hier auf dem Tisch liegt, Great Voyage, ne, das spricht den einen oder anderen vielleicht an, weil da eben Bilder, Symbole drauf sind. Genau. Zieht er sich. Ne, ein Schiff, Freiheit, Abenteuer, Entdecken, das spielt ja da auch mit rein. Und du hast gleich, anders als bei Fantasy oder Science Fiction, wenn es jetzt nicht eine Lizenz ist, hast du gleich eine komplette Welt. Du musst keine Namen ausdenken, du musst keine Beziehung ausdenken. Du hast im Prinzip eine komplette Story, die da ist, die du nutzen kannst, um Spiele in diese Welt zu setzen. Ne, das ist ein Riesenvorteil. Du hast eine plausible Geschichtenerzählung, eine plausible Erzählung im Prinzip, in die du dein Spiel halt reinsetzen kannst. Und was, ich meine, wofür ist das dann da, das Thema? Das Thema ist dazu da, damit man im Prinzip die Regeln besser verstehen kann. Wenn es jetzt, ne, was du jemals aufgesetzt so bezeichnet hast. Und dann ist Geschichte aber nicht schlecht, weil du musst dir halt keine plausible Welt ausdenken. Es ist eine da und in der kannst du das dann verorten. Mhm. Und gleichzeitig scheint es für wahnsinnig viele Leute halt attraktiv, interessant zu sein. Es gibt gewisse Themen, die wiederholen sich. Die scheinen besonders attraktiv zu sein. Mittelalter, Wikinger. Städte im Mittelalter ist, glaube ich, so das Ding. Ne? Ja, und dann eben tatsächlich auch noch der Kolonialismus, ne? Diese Entdeckungsreisen aus europäischer Sicht, Eroberungen. Ne? Also das sind so die Themen, genau. Ne? Mittelalter, Städte, beim Mittelalter speziell auch noch die Wikinger. Da gab es einige, ja. Naja, genau. Ne? Da gibt es so gewisse Dinge, die kommen immer wieder. Andere Dinge werden völlig ausgeblendet. In neuerer Zeit hast du dann eben nochmal das 20. Jahrhundert und den Kalten Krieg, gerade in Zweierspielen. Was du dann auch, da hast du für zwei Spieler eben auch eine Konstellation, die da ist. Ne? Ob jetzt BRD, DDR, wir sind das Volk, oder eben dann UdSSR und USA, die sich gegenüberstehen. Mhm. Also es bietet immer schon einen Erzählrahmen für Spiele an, was dann wiederum einfacher macht. Du hast halt Figuren, Klischees, Bilder, die dir das auch leichter machen. Und das, wir können ganz weit zurückgehen, das fängt beim Schach schon an. Ja, wenn du einen Bauern hast, dann ist das halt eine kleine Figur und der bewegt sich nur ein Feld. So, und der wird auch mal gern geopfert. Zum Beispiel, dann hast du das Bauernopfer, genau. Aber du hast in anderen Spielen das auch. Taucht ein Krieger auf oder taucht ein Ritter auf? Was macht der kämpft? Taucht ein Händler auf? Oder hast du das Thema Handel? Dann ist es ja logisch, du tauschst irgendwie Waren. Mhm. Also du hast ja mit dem Begriff schon verknüpft, was diese Figur im Spiel oder was diese Funktion im Spiel erfüllt. Und das macht es eben auch einfacher.
Also, wenn du dir eine Welt ausdenkst und irgendwelchen Fantasienamen ausdenkst, dann musst du erstmal erklären, was diese Figur überhaupt ist und was für eine Aufgabe sie in dieser Welt hat. Ja. Also ich glaube, das macht Spiele vielleicht sogar zugänglicher. Ja, wobei es natürlich auch einen relativ starren Rahmen vorgibt, in dem ich mich dann bewegen muss. Ja, und vielleicht, wenn ich den verlasse, ist dann auch gleich schon wieder schwierig. Also ich muss ja dann alles so darauf anpassen, dass es auch thematisch irgendwie in diesen Geschichtsrahmen, den ich mir jetzt ausgewählt habe, reinpasst. Oder zurecht gedengelt wird. Ja und nein. Ich glaube, also du machst ja keine Simulation, wo es halt exakt passen muss. Sondern du wählst dann eben eine Stadt im Mittelalter und dann muss das halt ungefähr passen. Und dann kannst du ein Spielethema auch nochmal tauschen. Ich meine, das passiert ja auch ganz häufig in der Verlagsarbeit, dass ein Autor kommt, hat eine Idee und dann wird ein anderes Thema drüber gezogen, was halt eben dann besser passt, was das Spiel besser erklärt, was vielleicht auch attraktiver ist. Ne? Und ich glaube schon, dass diese, ich würde es mal so sehr salopp als Exotik bezeichnen. Dieses vielleicht auch Eskapismus. Also ich habe eine Möglichkeit, in eine andere Welt einzutauchen, woanders hinzugehen und das ohne Wertung, ob das jetzt negativ oder positiv ist, es ist einfach da, es ist eine Möglichkeit und Geschichte bietet wahnsinnig viele verschiedene Welten und ich glaube, du findest eben auch so wahnsinnig verschiedene Dinge und wenn die eine Stadt nicht passt, dann nimmst du die andere. Ist ja kein Zufall, dass du halt so viele Städtenamen mit Mittelalterspielen hast. Ne? Und insofern glaube ich nicht, dass das so genau anpassen muss. Du hast ja auch die Freiheit, das anders zu machen. Ja. Und wenn du es nochmal rumdrehst, dann würdest du ja eigentlich sagen, Geschichte eignet sich nicht besonders gut für Spiele, weil in Geschichte ist immer schon klar, was hinten rauskommt. Du kennst ja schon den Ausgang. Du weißt, wie, was haben wir hier liegen? Bei Wir das Volk zum Beispiel oder bei Marquis oder beim Eisernen Vorhang, man weiß, wie historisch diese Prozesse ausgegangen sind. Wer gewonnen hat, wer verloren hat. Und das Spiel bringt ja an sich die Offenheit mit. Das heißt, es darf nicht sein, dass immer Spieler A gewinnt, ne? Sondern eigentlich musst du ja gegen die Geschichte spielen können. Und die Geschichte muss ja auch anders ausgehen können im Spiel. Und das ist ja erstmal ein Gegenargument. Ne? Oder Twilight Struggle ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Zum Beispiel, ja. Passieren ja auch Dinge, die in der Wahrheit gar nicht passiert sind dann vielleicht, ne? Richtig, also, oder bei Wir sind das Volk, du kannst halt die Mauer bauen in Berlin oder du lässt es sein. Und die DDR gewinnt, wenn ich es richtig im Kopf habe, in den Siegbedingungen, wenn sie nicht untergeht. Ja. Ne? So, und aber sie ist ja 1989, 90, ne? Und dann kann ja eigentlich gar nicht gewinnen. Eigentlich nicht. Und das Spiel muss aber die Offenheit haben, sonst ist es ja kein gutes Spiel. Ja. Und deshalb ist es auf der einen Seite, finde ich, naheliegend, dass Geschichte sich so eignet als Thema für viele Spiele. Auf der anderen Seite eigentlich auch überraschend, weil die Offenheit hat die Geschichte nicht, sondern das hat ja gerade den Vorteil, sage ich jetzt als Geschichtslehrer, wir können halt hingehen und uns anschauen, wie die Dinge abgelaufen sind und das dann halt über die Quellen nachvollziehen. So. Aber das ist ja dann kein Spiel. Insofern beißt sich das ein bisschen, aber es scheint ja eine spannende Kombi zu sein. Das scheint so zu sein, ja. Nun ist es ja so, wir haben ja schon, du bist ja Spieleautor nun auch und nicht nur Geschichtslehrer. Und du hast jetzt zusammen mit Ronald Hild versucht, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ihr habt versucht, Geschichte in ein Spiel zu packen, um deutsch-polnische Geschichte im Speziellen erlebbarer zu machen für Schüler. Wie kam es denn dazu? Warum gerade deutsch-polnische Geschichte? Auf der einen Seite vielleicht mal so, also warum nicht Geschichte generell? Also man hätte es ja auch ganz breit machen können einfach. Daher kommt das auch ursprünglich. Ich nehme es mal gerade hier zur Seite, dann kann man das, glaube ich, auch am besten sehen und erklären. Also Textura haben wir gemacht letztes Jahr, waren damit auch auf der Messe in Essen. Es war ein tolles Erlebnis, so mit einem eigenen Stand auf der Messe zu sein. Und das ist tatsächlich ein Spiel zur deutsch-polnischen Geschichte. Aber ursprünglich hatte Ron eine Idee. Und als ich das allererste Mal nach Göttingen, da ist immer im Juni, großes Spieleautorentreffen, da bin ich 2016 das erste Mal hin, da habe ich Ron das erste Mal getroffen. Und da hatte er schon einen Prototypen dabei, der diese Kernidee des Spiels im Prinzip schon aufgegriffen hatte. Nämlich, man hat zwei Arten von Karten. Ich gebe dir das mal gerade in die Hand. Ne? So große Karten und so kleine Karten. Das ist jetzt hier das Hambacher Fest. Ja, das kennst du bestimmt auch noch, ne? Ja, ja. Ja, ja. Irgendwann. Der Name Hambacher Forst sagt mir was. Das ist jetzt ein anderer Kontext gerade. Es ist auch eine andere Gegend tatsächlich, genau. Ja, und dann... Schon wieder blamiert. Das geht gar nicht. Und am Ende schreiben wir einen kleinen Test. Aber das muss sein. Genau, du hast also diese großen Karten, die kleinen Karten, diese Grundidee hatte er schon dabei. Im Prinzip kannst du das mit jedem Geschichtsthema machen. Das heißt, du hast hier als Ausgangsidee eine Mechanik. Also du hast nicht ein historisches Thema, sondern du hast eine Mechanik, wie du Geschichte erzählen kannst.
man könnte das theoretisch auch in andere Formate setzen. Du könntest auch im Englischunterricht damit erzählen. Mhm. Also es ist eigentlich, eignet sich das für jedes Fach. Du hast große Karten, die enthalten Inhalte. Hier sind es historische Inhalte. Du hast jetzt das Hambacher Fest in der Hand. Da ist noch die Paulskirche dabei. Ne? Also da bist du irgendwo Mitte des Einigungskriege. 19. Jahrhunderts unterwegs, genau. Und dann hast du diese kleinen Karten. Und da sind eben zum Beispiel hier ist Streit abgebildet. Ne? Das sieht man wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich mache gleich nochmal da so ein paar Bilder irgendwo in die Ecke. Genau, kann man das... da hilft jemand jemandem hoch oder so. Genau, und die kannst du auch unterschiedlich interpretieren. Ne? Hier. Gespräche. Gespräche, aber das ist offene Interpretation. Du hast ja auch Gesten dabei. Das könnte eben auch ein Streitgespräch sein. Das könnte ein Dialog sein. Und du legst diese kleinen Karten zwischen die großen Karten und erzählst damit Geschichte. Also im Grunde könnte man dann sagen, irgendwie hier suche ich mir jetzt zwei raus. Die sind jetzt ja auch nummeriert, aber das ist jetzt nicht so, dass die genau hintereinander die richtige Reihenfolge ergeben. Das ist nur eine Hilfe für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrerinnen und Lehrer, dass sie auch quer zu den verschiedenen Sets, die es gibt, eben dann sagen können, also aus dem Set D nimmst du bitte die Karten 2, 3, aus dem Set F nimmst du dann noch die Karten dazu, dass man also nicht nur innerhalb der Sets spielen kann, sondern die schnell auch organisieren kann. Und auf der Vorderseite, die Illustration hat Christian Opperer mit sehr viel Witz gemacht, geht in Richtung schon fast Karikatur. Wollte ich gerade sagen, es sieht so ein bisschen wie Comic-Karikatur, irgendwas, Comic-Strip aus oder so. Es ist also auch die ernsten Themen, auch der Holocaust ist so aufgearbeitet. Das war auch eine Herausforderung, aber es ist nochmal ein anderes Thema, ne? Wie arbeitet man grafisch Geschichte auf? Und bei den großen Karten ist es so, dass halt vorne das Thema mit einem Bild, in dem Fall deutsch-polnisch, den Titel des Bildes oder den Titel der Karte und auf der Rückseite dann die Jahreszahl, wenn es eine gibt, und eine kurze Information dann halt auf Deutsch und Polnisch dazu, dass man das nochmal nachlesen kann, wenn man das vielleicht vergessen hat. Das geht ja Schülerinnen und Schülern im Unterricht genauso. Ne? Ja, klar. Das auch dann nicht parat und deshalb ist da auch eine Hilfestellung bei. Aber ursprünglich ist es wirklich eine Grundidee gewesen, erstmal für den Geschichtsunterricht, weil Geschichte wird erzählt. Das macht es ja im Kern aus. Ne? Also Geschichte und Geschichten ist ja nicht zufällig irgendwie miteinander verwandt. Und dann gab es eben eine Ausschreibung der Bundeszentrale für politische Bildung. 100 Jahre Neugründung oder Wiedergründung des polnischen Staates. Und wie können wir das Wissen über polnische Geschichte und Kultur in Deutschland vergrößern? Und da haben wir das eben als Idee eingereicht. Es bot sich auch an, weil du eben so eine Legetechnik hast, dass du die deutsche und die polnische Geschichte quasi dann miteinander verschränkst. Und das heißt also, wir haben diese allgemeine Spielmechanik, die wir da hatten, angewandt eben auf eine deutsch-polnische Geschichte und haben es genau die Punkte rausgegriffen, wo Deutschland und Polen eben eine gemeinsame Geschichte haben. Im Positiven wie im Negativen. Ein positives Beispiel hast du hier mit dem Hambacher Fest. Das ist in der Pfalz und da sind auch ganz viele Polen damals gewesen. Also ich habe gerade nachgelesen. Ja, sehr gut. und da gibt es dann ganz viele Berührungspunkte und das kannst du natürlich in so einem Kartenlege Gitter dann auch abbilden. Also es entstehen solche Geschichtsnetze oder Erzählnetze dann. Und dann sind da noch eben so Spielmechanismen bei. Also wäre eine große Karte, also man kann es gemeinsam spielen als Gruppe, man kann es auch gegeneinander spielen. Und wenn du es gegeneinander spielst, kriegst du halt für die großen Karten, wenn du die legst und richtig erklären kannst, kriegst du mehr Punkte. Aber im Kern geht es darum, halt kleine Stützen zu geben, um selber Geschichte zu erzählen und gleichzeitig aber auch zu sehen, dass man Geschichte auf unterschiedliche Art und Weisen halt erzählen kann. Und das macht jetzt nochmal die Lehrerperspektive. Ich habe das jetzt auch für die Abi-Vorbereitung bei mir im LK genutzt, in der 13. Die Schülerinnen und Schüler nehmen das dann und dann hast du vier Gruppen und vier Gruppen haben dieselben Karten, aber viermal legen die halt unterschiedliche Erzählnetze aus. Und dann siehst du halt, du kannst sie so erzählen, du kannst sie so erzählen und beides ist aber richtig. Es gibt nicht diese eine Art und Weise, wie man Geschichte erzählen kann, sondern du kannst unterschiedliche Verknüpfungen halt herstellen. Insofern ist das hier für unser Thema ein Lernspiel. Ne? Das hier würde ich nie mit Freunden auf den Tisch packen und dann abends, lass uns mal eine Runde Textura zocken, weil es tatsächlich sehr stark in Richtung Lernspiel geht. Ne? Und sich insofern unterscheidet von den Mainstream-Spielen, weil es eben gezielt auch auf das Lernen, nicht unbedingt nur von Schülerinnen und Schülern, aber schon auf einen schulischen Kontext eher angelegt ist. Wobei es auch an der außerschulischen Bildungsarbeit, zum Beispiel bei deutsch-polnischen Jugendaustauschmaßnahmen oder sowas eingesetzt wird. Okay. Genau. Und wir hatten da eben für eine von 10 Projekten, die von der Bundeszentrale gefördert sind und die diese Spielidee, die es möglich gemacht haben, diese Spielidee eben in richtig
gedruckter Form eben umzusetzen und dann auch kostenlos an die Schulen auszugeben. Mhm. Also das war schon toll. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Die Exemplare sind alle weg. Wir haben es online gestellt. Das heißt, man kann sich, wenn man möchte, die Materialien halt runterladen. Und da sind auch Blankokarten dabei. Das heißt, man kann es auch für weitere Themen, für den eigenen Unterricht entwickeln, nutzen, wie man das möchte. Genau. Also im Grunde könnte ich ja auch jegliche Art von Geschichte eigentlich damit abbilden. Aber es ist, wie gesagt, jetzt sehr fokussiert auf diese deutsch-polnische Geschichte. Mhm. Aber eigentlich geht doch damit alles dann. Genau. Also ist ja eigentlich egal, ob du da jetzt ein Steinzeitthema machst, vielleicht sind dann die Zyklen ein bisschen länger. Nee, das würde genauso funktionieren. Also das ist, die Zyklen sind auch völlig egal. Du kannst damit alles abbilden, weil du hast immer Inhalte, die du lernst, die lernrelevant sind, die in den Lehrplänen, in den Lehrbüchern drinstehen. Und dann hast du diese Karten hier, die dir helfen, das zu erzählen. Das haben wir uns gerade so ein bisschen angeguckt und das kannst du mit jedem Thema machen. Mhm. Und insofern kannst du es dir auch selbst gestalten, wenn du möchtest. Aber es sieht natürlich schick aus, wenn sowas produziert ist und auch toll designt ist. Wenn du es selber machst, sieht es halt nicht so schick aus. Aber deshalb eben, das ist von einer, glaube ich, guten, sehr guten Mechanik aus entwickelt worden, die eben hilft, erzählen oder erzählen zu ermöglichen. Mhm. Und hat eben so ein spielerisches Element. Aber es ist eben nichts, was du auf den Tisch tust, um das halt mit Freunden zu spielen. Ist kein klassisches Gesellschaftsspiel in dem Sinne, sondern es ist ein spielerischer Ansatz, um zu lernen. Genau. Und vielleicht sogar noch ein spielerischer Ansatz, um zu erzählen. Und wie gesagt, dann kannst du es auch übertragen auf andere Zusammenhänge und andere Fächer. Also könntest du das genauso gut halt auch im Fremdsprachenunterricht oder im Deutschunterricht nutzen. Mhm. Und da hast du wirklich einen Kern einer Mechanik, die das ermöglicht, mit auch noch Spielelementen wie Punktevergabe, Zeitvorgaben, so Rundenprinzip und so. Das ist da auch alles mit drin. Aber es ist eigentlich nicht ein Prinzip, was nicht vom Thema hergegeben ist. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es auch nicht so, dass ich jetzt sage, so, jetzt nehmen wir alle Schächtelchen D, sondern du kannst die ja auch anders kombinieren, oder wie war das? Genau, das ist offen und dann musst du halt gucken, was du im Unterricht gemacht hast. Ne? Wenn du natürlich gerade das Hambacher Fest hattest und Thema 19. Jahrhundert, nehmen sich alle Schächtelchen D. Genau, aber du könntest genauso gut sagen, okay, wir erzählen jetzt mal Wirtschaftsgeschichte und dann nimmst du eben aus allen Sets dann die jeweiligen Sachen raus, die speziell für Wirtschaft sind oder fürs Thema Herrschaft oder was für ein Thema dich auch immer interessiert. Genau, ja, das ist ein sehr flexibles Modell. Und mit Ron arbeite ich auch weiter zusammen, sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben mal geguckt, was man vor allem im Anfangsunterricht machen kann und haben da jetzt 5 Spiele entwickelt, die speziell für die 5., 6. Klasse sind, die dann aber vom Thema her entwickelt sind und versucht haben, eben moderne Brettspielmechanismen zu benutzen, um Inhalte zu transportieren. Und da hast du dann wieder auch ein Link quasi zu den normalen Mainstream-Spielen, so die Gesellschaftsspiele, weil die sollen erstmal Spaß machen. Ja, also wenn ich jetzt Spiele mache, die keinen Spaß machen, dann sind es keine Spiele mehr. Das ist so das Hauptaugenmerk, aber gleichzeitig eben der Versuch, nicht von der Mechanik auszugehen, sondern wir haben ein Thema wie die Steinzeit oder die Römer und kann man da Elemente rausnehmen und die in Form von einer sehr reduzierten Simulation für Kinder, 5., 6. Klasse sind so 10, 11, 12 Jahre alt, für die zugänglich machen. Und dann hast du so mehrere Bedingungen, die dann sich wiederum auch unterscheiden von dem, was du im Gesellschaftsspiel oder im Brettspielbereich normalerweise hast. Also das sind oft Kinder, Jugendliche, die eben keine Spiele zu Hause spielen, die vielleicht, ich arbeite jetzt selbst an der Gesamtschule, auch nicht so gut lesen können, für die das Lesen einer zweiseitigen Anleitung eine Herausforderung ist. Und dann weißt du auch schon, wie stark du reduzieren musst, ne? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite versuchst du ja im Spiel was abzubilden, was ihnen beim Lernen quasi hilft. Und vielleicht eine Schulbuchseite oder eine Doppelseite im Schulbuch ersetzt. Und da ist es dann ganz spannend, weil du in Richtung Simulation ermöglichst, Bedingungen zu definieren. Also du machst A, dann passiert B. Das ist ja genau das, was im Spiel ist, ne? Du bist als Spieler, hast eine Aktion, du entscheidest dich, A oder B zu machen. Und wenn du A machst, dann passiert wahrscheinlich das eine. Wenn du B machst, das andere. Ja. Genau. Und da kannst du aber, wenn du das geschickt auswählst und stark reduzierst, dann hast du so eine Mini-Simulation. Mhm. Das heißt, wenn ich mich an der Stelle anders entscheide, wäre dann vielleicht die Geschichte anders gelaufen. So, die Geschichte ist nicht anders gelaufen, aber ich kann vielleicht Bedingungen formulieren, warum gewisse Entwicklungen stattgefunden haben und warum nicht. Mhm. Und da bist du dann auch wieder bei einer Verbindung zu den Mainstream-Spielen, also ich finde kein schönes Wort, aber mir fällt kein besseres ein, aber zu dem, was du so zur Unterhaltung spielst, weil da hast du das ja auch oft drin. Ne? Du triffst eine Entscheidung und dann entwickelt sich dein Spielverlauf eben in die eine oder in die andere Richtung. Und ich glaube, da ist tatsächlich ein Potenzial da, dass man eben solche Bedingungen aufzeigen kann. Und das vielleicht sogar besser als ein Buch,
weil wir lesen immer Bücher oder gucken einen Film oder was auch immer, dass wirklich das Mediumspiel da eine Chance bietet zum Lernen. Und gleichzeitig aber tatsächlich ein richtiges Spiel ist, ne? Und nicht eben ein Lernspiel, sondern ein Spielspiel, was dann eben ein anderes Lernen ermöglicht. Ja, vielleicht ganz nochmal ein kleiner Twist, in eine etwas andere Richtung, aber vielleicht auch ganz spannend nochmal zu schauen. Du hast jetzt gesagt, Spiel muss ja auch Spaß machen, ne? Und Schule sollte eigentlich auch Spaß machen. Und ich hatte ja vor kurzem... Steile These. Ja, ich weiß, kommt immer auf den Lehrer an. Ne? Aber ich hatte jetzt vor, ich weiß gar nicht, es ist schon einige Zeit her, mal einen Artikel geschrieben, so nach dem Motto, ich bin halt Geek, so, ne? So nach dem Motto, mein Hobby ist zwar jetzt innerhalb unserer Blase, Brettspielblase, irgendwie akzeptiert, aber es gibt ganz viele Leute da draußen, gerade so alle, die so etwas älter sind als ich, für die ist das alles Kinderkram und das ist ja alles Quatsch und warum braucht man eigentlich so viele Spiele? Hier, Mensch, ärgert, wir haben doch Mensch, ärgere dich nicht um Mühle. Das reicht doch. Nur könnte ich mir vorstellen, die meisten Lehrer, die ich kenne, und ich kenne ja auch ein paar, weil meine Frau schlussendlich auch an der Schule arbeitet, die sind zwar da meistens dann immer recht aufgeschlossen, aber eigentlich so richtig akzeptiert ist unser Hobby jetzt für uns als Erwachsene. Also wenn Kinder das machen, ist das super, das ist toll, die spielen richtige Spiele. Wenn ein Erwachsener das macht, ist es immer so ein bisschen merkwürdig, was der da eigentlich treibt und warum der das überhaupt macht. Hast du denn das Gefühl, dass sowas auch dann akzeptiert ist in der Schule als ein Lehrmittel? Weil, sag ich mal, was du jetzt gesagt hast, war ja Buch, Film. Film ist schon so, der ist dreimal im Filmraum im Jahr, das ist schon komisch. Und jetzt kommt er auch noch mit dem Spiel um die Ecke. Was ist da eigentlich los? Wir müssen doch hier Unterricht machen. Da machst du ein sehr großes, weites Feld auf. Ich versuche es kurz zu beantworten. Ja. Nein, es ist nicht in der weiter akzeptiert. Okay. Hätte ich mir schon fast gedacht. Ja, wenig überraschend. Auch ich bin Geek, ich lebe das in der Schule. Nein, also du wirst schon komisch angeguckt und du hast ein, du musst es begründen. Deshalb habe ich das eben auch so gesagt. Ne? Ich muss quasi begründen, warum ein Spiel besser sein kann als das, was du normalerweise machst. Mhm. Also den Einsatz des Buches ersetzt oder ergänzt oder andere Unterrichtsformen. Ne? So, und das ist erklärungsbedürftig, weil es nicht selbstverständlich. Und wenn du dir die Schulform oder die Schullaufbahn anguckst, je älter die Kinder und Jugendlichen werden, also je weiter es Richtung Abitur geht, desto weniger wird gespielt im Unterricht. Mhm. Nach meiner Erfahrung ist das völliger Quatsch. Ja? Also Textura ist super im Leistungskurs. Ja, weil das Spiel adaptiert sich ja auch an das Wissen der Schülerinnen und Schüler. Ja, und ich kann das in der 5 nutzen, ich kann es in der 13 nutzen. In der 13 hat es halt einen ganz anderen Level. Aber das musst du erstmal selber entdecken und die Offenheit ist bei einigen Kollegen da, bei anderen nicht. Die Rückmeldungen zur Textura zum Beispiel waren sehr, sehr positiv und wir haben eine riesige Warteliste von Leuten, die das auch gern gedruckt hätten, obwohl es vom Thema her auch nicht im Kern der deutschen Lehrpläne drin steckt. Aber wir haben auch Rückmeldungen bekommen, dass es von Verbandsseite hieß, naja, wir stehen dem grundsätzlich, dem Spiel als Medium grundsätzlich kritisch gegenüber, ne? Das hat es auch gegeben, aber sagen wir mal, die Leute, die es halt eingesetzt haben, sich darauf eingelassen haben, die Offenheit mitbringen, mal was anderes auszuprobieren, von denen kamen sehr positive Rückmeldungen. Ganz oft verbunden mit, naja, ich würde es eigentlich, also ne, Spiel, das gehört doch bei den Kleinen, ne? So, genauso wie du das geschildert hast. Und da ist, glaube ich, noch ein ganz großes Stück Arbeit zu leisten, weil das ja bei mir auch so ein Entdecken ist. Ne? Als Geschichtslehrer, das war ich erstmal und bin dann Spieler geworden und dann Autor und ich sehe ein Potenzial. So, und das habe ich für mich entdeckt und dann ist das so ein bisschen, ich möchte jetzt euch auch zeigen, was es Tolles gibt, ja. Aber du überzeugst natürlich nicht jeden. Also bist du ein bisschen missionarisch auch unterwegs? Es fühlt sich manchmal so ein bisschen so an, weil ich selber gesehen habe, was für ein Potenzial das halt bringt. Ja, und ich sehe auch, wenn ich die Spiele dann im Unterricht teste, was ich eben erzählt habe. Wir haben so ein Steinzeitspiel gemacht, ja, das kommt nächstes Jahr auch raus, bei einem Verlag zum Kopieren. Das ist dann für Schulen auch günstig. Und kommt auch bei einem Schulverlag raus, ne, einem Lernmittelverlag, nicht bei einem Brettspielverlag. Aber das habe ich bei der 5. Klasse eingesetzt und das, was die da erlebt haben im Spiel, ja, die waren halt die Steinzeitmenschen. Und die haben überlegt, lassen wir den einen verhungern oder nicht. Ja, und die eine Gruppe hat es gemacht, die andere Gruppe hat es nicht gemacht. Die eine Gruppe hat überlebt, die andere Gruppe hatte Probleme, um sich die Nahrung zu besorgen. Und dann gehst du wieder zurück ins Buch und guckst dir das an, was da halt ansteht. Und dann machen die Verbindung. Aber das haben wir doch im Spiel gerade gehabt. Ja, und das ist super, ja. Und die haben viel mehr verstanden und es ist viel tiefer durchdrungen, das Thema, als ich das jemals vorher erlebt habe. Mhm. Und deshalb, also aus dieser eigenen positiven Erfahrung raus, sage ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, probiert es mal aus, es lohnt sich. Ne? Mhm. Aber es ist kein Selbstläufer, nein. Sondern es ist tatsächlich eine Nische, in der du unterwegs bist. Aber ich glaube, das lohnt sich da noch wirklich hinzugehen.
Hast du das Gefühl, dass jüngere Kollegen da aufgeschlossener sind als ältere, ohne jetzt hier eine altersdiskriminierende Geschichte aufzumachen? Ich glaube, es hat damit gar nichts zu tun. Nee. Also ich habe ganz viel im Bereich Digitalisierung und Schule gearbeitet und das ist dasselbe. Es geht nicht über eine Generation, sondern es geht um die Offenheit von Leuten. Entweder bist du offen für neue Sachen oder du bist nicht offen. Und ganz viele ältere Kolleginnen und Kollegen machen einen super Unterricht und weil sie immer wieder neue Sachen entdecken und mit einbringen und Spaß haben. Und viele junge Kolleginnen gibt es halt auch, die langweilen sich selber und wer sich selbst langweilt, irgendwie, weiß nicht, da. Also wenn du selbst keinen Spaß im Unterricht hast, dann haben das die Schüler in der Regel auch nicht. Ja, und ich glaube schon, dass das Spaß, also weil das eben so sagt, dass das Lernen fördert, ne? So eine grundsätzlich nette Atmosphäre irgendwie. Das kriegst du nicht jeden Tag und immer hin, aber dass es grundsätzlich hilfreich ist. Mhm. Ja, super spannend. Wie geht es denn jetzt mit Textura weiter? Du hast jetzt gesagt, das ist jetzt alles erstmal fertig und da machen wir jetzt einen Deckel drauf, im wahrsten Sinne des Wortes und ist da nochmal was geplant oder bleibt jetzt bei dem Thema, was jetzt hier kam? Oder hat man vielleicht gesehen, okay, das funktioniert gut, wir wollen weitere von den kleinen Kästchen vielleicht, ich meine, du brauchst ja im Grunde nur die Kästchen zu machen und gar nicht nochmal so eine ganze Schachtel voll, sondern du kannst es ja auch viel reduzierter, kleiner machen alles. Ja. Und ist da nochmal irgendwas geplant oder eher nicht? Wir würden gern was machen, wissen aber noch nicht wie. Also wir haben alle Sachen, die es gibt, eben zum kostenlosen Download bereitgestellt. Das heißt, jeder kann sich die runterladen, ausdrucken und damit arbeiten. Ja schon, das ist ja schon so ein bisschen immer, dann muss ja wieder viel gebastelt werden. Also die Leute sind ja auch sehr bequem. Das ist richtig, aber dafür hast du ja deine Klasse mit 30 Kindern, dann gibst du jedem einen Bogen, dann ist das schnell ausgeschnitten. Alles also das klar. geht schon. Wir würden es gerne nochmal nachdrucken, wir würden es gerne auch erweitern, weil es so flexibel ist, dass du im Prinzip alles damit machen kannst. Aber konkrete Planungen gibt es dazu noch nicht. Ja, aber wenn ich jetzt im Brettspielkontext mal bleibe nochmal kurz, also in unserer normalen Brettspielblase, dann schreit es ja nach Erweiterungen, ne? Richtig, Promo-Plättchen oder sonst irgendwas. Ja, du könntest eben also, so ein Packen machen und sagen, okay, wir machen jetzt so 15 Karten zu dem Thema. Die kleinen Karten bleiben immer gleich. Ne? Ja, das heißt, deswegen meine ich ja, du brauchst ja eigentlich gar nicht den großen Kasten zu machen. Du kannst ja auch ganz viele kleine einzelne machen, zu einzelnen Unterrichtseinheiten oder so. Ja, und die genau. Also und die Anleitung, die reicht ja zum Download, weil ich will ja das Kästchen haben mit den schönen kleinen gestalteten Kärtchen. Das ist ja richtig, der aber wer bezahlt das denn? Ja, das müssen wir mal sehen. Ne? Also das ist tatsächlich eine Kernfrage, weil das ist eben nicht so etabliert. Ne, es ist für, wir haben auch mit vielen Lehrmittel- und Lernmittelverlagen gesprochen. Für die ist das halt Neuland, ja, mit Hashtag vorneweg. Ja. So, also Spielen ist Neuland und die wissen gar nicht, ob sich das trägt und finanziert. Mhm. Und wenn wir jetzt ankommen und sagen, Textura hat super funktioniert, wir konnten das ja kostenlos abgeben über die Förderung der Bundeszentrale. Klar. So, und wenn wir den Preis genommen hätten, den das gekostet hätte in der Produktion, bin ich mir sicher, dass ein Großteil, also nur die Produktionskosten, ohne dass da irgendein Gewinn anfällt, ne, glaube ich, dass viele das schon nicht mehr gekauft hätten, weil dann ist ein Klassensatz halt teuer. Mhm. Na, und insofern ist halt eine Frage, du kannst mit solchen kleinen Einheiten arbeiten, das würde vielleicht sogar funktionieren, aber da muss sich halt auch jemand trauen und sagen, ich probiere das mal, ne, das ist so ein unternehmerisches Risiko eingehen. Und ich bin jetzt Beamter, ist jetzt nicht so meins. Nee. So, nein, also wir überlegen halt verschiedene Optionen durch. Das ist vielleicht eine Option, wir müssen das mal durchdenken. Also wir sind mit Spieltrieb, die haben das produziert, im Gespräch und wir gucken mal, was möglich ist. Weil, wie gesagt, ich kann mir ja vorstellen, das kannst du ja auf so viele Themen übertragen. Also letztes Jahr war das Lutherjahr. Ja. Wahnsinn, bietet sich total an, hier so ein Kästchen zu Luther zu machen. Ne? Da kannst du riesen Geschichten erzählen zu. Da ist ja ganz viel passiert historisch. Wir haben auch ganz viele Anfragen dazu, die sagen... Industriegeschichte, hier so Industrialisierung, ist Wahnsinn. Also was du da alles, allein was ich jetzt, und ich habe nicht mal den Geschichtskontext wie du, was ich will gar nicht wissen, was dir noch alles in den Kopf kommt, was wir da machen können. Du kannst alles damit machen. Ja. Das ist, weil es ist total offen, weil das ist ja das Besondere daran, es ist halt ein offenes Spielsystem. Und damit kannst du alles andocken und alles machen. Aber es ist die Frage, ne, wer produziert das, wer finanziert das und trägt sich das halt in einem Markt. Und ich sag mal, der Lehrmittelmarkt ist halt ein besonderer. Mhm. Das müssen wir hier vielleicht nicht vertiefen. Das ist, glaube ich, für die Zuschauer nicht so wahnsinnig interessant. Aber der tickt nochmal wirklich nach eigenen Regeln. Und es ist gleichzeitig aber ein Spiel, was vielleicht im Brettspiel-Szene eben, ne, das ist eben nichts, was du mit Kumpels spielst. Und insofern... Hängst du ein bisschen zwischen den... Hängst du dazwischen, genau. Ja. Und da muss man mal gucken, was da möglich ist. Aber grundsätzlich hast du recht. Das wäre toll. Und wir prüfen immer noch die Möglichkeiten, ob es da irgendwie Ansatzmöglichkeiten gibt. Und die Nachfragen sind da. Ne? Die Kollegen sehen das natürlich auch, die das spielen und sagen, habt ihr nicht noch was zu? Und so, ja, damit lässt sich das auch machen, aber das musst du leider selber basteln im Moment. Ne? Wir haben da nichts Fertiges. Mhm. So, also das Interesse ist da und ich glaube, es wie gesagt, ist auch gut angekommen bei denen, die sich getraut haben oder die Offenheit mitgebracht haben, das auszuprobieren. Aber das zu erweitern und nochmal zu gucken,
der Vorteil ist, wie du gesagt hast, modulare, aber du bist halt irgendwie so in einer Zwischenposition, so zwischen zwei. Es ist das eine, da ist es, passt es nicht richtig hin, und bei dem anderen ist es schwierig, weil das, ja, das ist interessant, wir sehen das Potenzial, aber verkauft sich das auch, da können wir nicht sicher sein. Und dann bist du auch noch in einem Bereich, das spielt auch noch eine große Rolle, Geschichte ist in der Schule nur ein Nebenfach. Mhm. Na, das hat dann ein oder zwei Stunden und vielleicht nicht mal durchgängig, je nachdem, in welchem Bundesland du unterwegs bist. Würdest du sowas machen für Deutsch oder für Englisch, für Hauptfächer, dann hast du natürlich auch nochmal einen anderen Markt. Mhm. Und einen Markt übrigens, wo die Lehrer ja ihre Sachen immer selber kaufen. Ja, das meine ich. Das, ja, aber das ist krass, ne? Muss man sich halt, ne? Wer kauft halt sein ganzes Material selber? Normalerweise kriegt man es ja vom Arbeitgeber gestellt. Lehrmaterial, Arbeitsmaterial, muss alles selber gekauft werden. Ja, Arbeitszimmer aber, schlussendlich auch, ne? Ja, aber dann denk nochmal an die Spiele, die du auf dem Tisch liegen hast. Du weißt, wie viel die im Verkauf kosten, so über den Daumen. Und dann hast du eine Klasse mit 30 Schülern. Das heißt, wenn du ein Spiel mit 4, 5 Leuten spielen kannst, brauchst du 6 Exemplare. Hast du ein gutes Spiel, bist du bei 20 bis 40 Euro, das mal 6, dann hast du einen Klassensatz. Und dann hast du ein Spiel zu einem Thema. Ja. So. Also, ne, und da stößt tatsächlich dieses Integrieren von Spielen in Schulen an finanzielle Grenzen. Das ist einfach so. Was eigentlich schade ist, weil wenn ich mir deinen Bericht so anhöre, das klingt eigentlich so, als wäre es eine total gute Sache. Ja, und auf jeden Fall. Mal, es wird es wirklich sich lohnen. Von daher eigentlich total schade. Dann machen wir nochmal die Rolle auf die Brettspielseite. Wie, machen wir einen Deckel drauf hier. Ja. Machen wir mal einen Deckel drauf jetzt auf Textura. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So. Gucken mal, inwiefern, wenn das jetzt vielleicht nicht der richtige Weg oder der richtige Weg ist, der aber irgendwie keine Finanzierung findet. Jetzt gibt es ja genug Brettspiele. Hier zum Beispiel Humboldt, ja, dieses Jahr bietet sich an, dann nehmen wir halt hier so ein Humboldt-Spiel und spielen das mal in der Schule, um das zu transportieren, das Thema. Oder irgendeins von den anderen. Wir haben jetzt relativ viele von Frosted Games. Gleich ein Disclaimer, ich habe da keine Aktien im Spiel oder so. Das ist nur, weil eben leider der Verlag, leider in Anführungszeichen. Leider nicht, es ist toll, dass sie das machen. Dass sie es machen. Aber dieser Verlag eben im Moment einfach damit positiv auffällt, dass eben so viele geschichtsträchtige Spiele rauskommen. Also man könnte ja auch einfach vorhandene Spiele nehmen. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Verlag sicherlich sagen würde, hey, ist doch super, wenn meine Spiele da platziert werden, dann unterstütze ich das vielleicht und gebe die Spiele vielleicht günstig an die Schulen ab und mache darüber eben indirekt Werbung, weil, wenn die Kinder sowas spielen, Kinder werden relativ schnell gebrandet, kenne ich leider aus eigener Erfahrung, die finden dann Sachen relativ schnell cool, wenn sie da irgendwas gesehen haben oder was gemacht haben. Wäre ja eigentlich ein sehr gutes Einfallstor, in Anführungszeichen, für so Verlage, sag ich mal, da hinzukommen. Wahrscheinlich ist aber die Masse dann wieder zu viel des Guten. Ja und nein. Also ich mache nochmal... Fangen wir erstmal an bei dem Thema, inwiefern eignen sich denn normale Brettspiele dazu, Themen in Geschichtsunterricht zu transportieren? Das ist mal eine sehr präzise Frage. Und nehmen wir mal das, was hier liegt, ja, wenn du das nochmal gerade hochnehmen magst. So, und dann gucken wir mal drauf. Ich habe es noch nicht gespielt. Spieleanzahl sind? 2 bis 4. 2 bis 4, ja. 10 bis 99, also genau deine... Ja, das ist super, ne? Das ist so 18. Jahrhundert, Übergang 19. Jahrhundert. Das heißt, das kommt dann in der, weiß nicht, bei uns wäre das 9. Klasse, ne? Mhm. Die sind alt genug, auch eine Anleitung zu lesen. Wie lange dauert das Spiel? 30 bis 45 Minuten. So, und wie viel Zeit habe ich? Ich habe 45 Minuten. Anleitung lesen plus spielen plus Besprechung passt nicht in Unterrichtsstunde. Ja, also Anleitung lesen ist natürlich die Hausaufgabe, sehr klar. Das heißt, ich würde die Anleitung dann für alle kopieren und... Nee, du müsstest dann einem die Anleitung mitgeben, der ist dann quasi der Host und muss den anderen das erklären. Und dann spielen 4 Leute und dann 26 sitzen drumherum. Ja, genau, da fängt das Problem genau. an. Genau, also ich glaube, es funktioniert tatsächlich nicht so wahnsinnig gut. Was aber gut funktioniert, ist zum Beispiel mit Geschichtsbildern zu arbeiten. Mhm. Und das finde ich, da könntest du auch genauso gut Beispiele nehmen aus dem Filmbereich oder aus dem Buchbereich. Aber schau dir das Cover an, deshalb hatte ich gerade gebeten, das in die Hand zu nehmen. Das ist doch super, ne? Was für ein Bild von Geschichte und von der Zeit wird vermittelt. Ja, hier geht es um Abenteuer, ne? Hier bricht ein Schiff auf, es geht um eine Meerfahrt, 2 junge Männer, hier ist ein Schatz abgebildet. Hier wird ja ein Bild von dieser Reise vermittelt über das Cover. Damit sind wir noch gar nicht beim Spiel selber. Da musst du halt gucken, ob du die Zeit dafür hast. Aber du kannst ja quasi als, man nennt das dann halt Geschichtskultur, ne? Als Element der Geschichtskultur nehmen, der gegenwärtigen Geschichtskultur, welchen Blick oder welcher Blick wird in dem Spiel auf diese Zeit geworfen? Also gar nicht die Frage, ist das jetzt richtig oder falsch, was man so normalerweise einem Geschichtslehrer unterstellen würde, ne? Sondern der Frage, was für ein Bild wird hier vermittelt? Und das kannst du bei all den Spielen hier machen. Und das ist die eigentlich spannende Frage. Und das ist dieselbe Frage, die du deshalb Geschichtskultur auch bei Comics oder bei Filmen stellen könntest. Mhm. Und das ist relativ neu, ist auch noch nicht in allen Lehrplänen so drin, aber du merkst, ne?
mit jedem neuen Lehrplan kommt es weiter rein. Und ich glaube, da haben die Spiele tatsächlich eine tolle Möglichkeit. Noch toller ist natürlich, wenn du die Gelegenheit hast, das zu spielen. Also das mache ich schon mal, gerade jetzt im Bereich hier der Nachkriegszeit, Kalter Krieg. Da hast du mehrere relativ kleine Spiele, die für Schüler sich auch schnell erschließen lassen und die dann in Kleingruppen zum Beispiel, ne? Jede Gruppe hat ein kleines Spiel, und analysiert das und stellt das dann halt kurz vor. Und dann hat man halt so einen Überblick, ne? Wie wird der Kalte Krieg in Spielen heute dargestellt? Und das ist dann auch ein eigenes Untersuchungsthema. Und das ist durchaus spannend. Das kannst du mit Computerspielen genauso machen. Aber da hast du auch das Problem, dass die so wahnsinnig lang sind, bis du sie durchspielst. Da haben Brettspiele eigentlich den Vorteil, dass sie mit so einem Rahmen von, ne, ein kleines Spiel, 15 bis 30 Minuten, eher noch in so eine, zumindest eine Doppelstunde reinpassen. Ne? Mit eben Vorbereitung, Fragestellung erarbeiten, das Spiel kennenlernen, einmal spielen und so die verschiedenen Elemente dann analysieren. Und das ist, glaube ich, schon spannend, eben so als Zeugnisse von alltäglicher Geschichtskultur, wo halt ganz viele Menschen, die sich mehr oder weniger mit Geschichte auseinandersetzen oder dafür interessieren, aber damit in Kontakt kommen. Na, das ist ja schon, hatten wir eben am Anfang auch gesagt, ne, es gibt wahnsinnig viele Spiele mit Geschichtsbezug und wenn du das liest, dann auch in den Rezensionen, dann oft, ja, ich habe dann nochmal nachgelesen, weil ich fand das so interessant. Also es ist oft auch so ein Gateway auch nochmal zu einem Thema oder zu einem Geschichtsding. Und es ist ja auch kein Zufall, dass bei vielen Spielen eben dann auch nochmal ein Begleittext dabei liegt, weil das schon anregt, sich damit auseinanderzusetzen. Wobei ich auch immer ein bisschen bemängle, dass bei vielen eben auch dann wieder zu wenig dabei ist. Also sehr positives Beispiel war jetzt Watergate, das haben wir eben auch nochmal vorher reingeguckt kurz. Da steht extrem viel drin. Also es ist allein dafür, was da über die Watergate-Affäre drinsteht, lohnt sich ja dieses Spiel zu kaufen, weil ich ja unglaublich viel lernen kann. Andere Spiele, wo ich dann sage, da hätte ich mir jetzt irgendwie mehr gewünscht, wo ich dann sage, ja, da bist da du hast, da typisch für? Weiß ich nicht, aber so grundsätzlich mal so eine Seiteabhandlung zu so einem kleinen, so ein Abriss nochmal, was ging es da eigentlich genau? Das wünsche ich mir schon eigentlich immer ganz gerne, so dass man das so ein bisschen einsortieren kann. Auch vielleicht nochmal zu gucken, ist es denn jetzt so thematisch auch passend, was da so drüber gesetzt wurde, oder ist es eigentlich nur ein mechanisches Spiel und man hat halt ein Thema gesucht? Wobei ich weiß gar nicht, ob das die entscheidende Frage ist, weil es sind ja Spiele, die du spielst, um dich zu unterhalten. Du machst es ja nicht, um Geschichte zu lernen. Ne? Und insofern weiß ich gar nicht, ob das eine entscheidende Frage ist, obwohl die Frage kommt immer wieder. Ne? Die kommt bei uns heute Abend immer wieder, die kommt aber auch bei anderen immer wieder. Ne? Und ich weiß aber gar nicht, ob die so relevant ist. Natürlich kann man das unterscheiden. Man kann sagen, hier haben wir Spiele, die simulieren eher oder Spiele, die nutzen Geschichte als Kulisse. Oder wir haben Spiele, die machen das über Flavortexte, ne? die fügen das hinzu. Oder wir haben Spiele, die packen das nur aufs Cover, aber eigentlich sind die völlig abstrakt, ne? um das vielleicht attraktiv zu machen. Also das kann man analytisch unterscheiden, aber ich weiß gar nicht, ob es so essentiell ist, weil im Spielebereich, denke ich, ist das Wichtigste erstmal ein gutes Spiel. So, und wenn das Spiel irgendeinen Geschichtsbezug hat, finde ich das auch prinzipiell mal gut, weil es vielleicht Interesse dran weckt. Und dann ist wirklich die Frage, wie viel liest jemand noch? Ich habe mit Andreas Steding mal gesprochen in Göttingen und er sagte ganz trocken, naja, ne, wenn du da unten noch ein, zwei Literaturangaben drunter packen kannst, dann ist es schon gut, dann erreichst du vielleicht auch ein paar Leute, die es interessiert. Und vielleicht ist das auch schon ausreichend, ne, dass man nochmal einen Tipp gibt, wo man weiterlesen kann. Das ist so wie bei einem historischen Roman. Du liest den, du denkst, okay, ist eine erfundene Geschichte, aber vielleicht hast du dann doch nochmal Lust, dich mit der Stadt im Mittelalter auseinanderzusetzen und nimmst dir dann nochmal ein Fachbuch. Also das hast du ja auch bei historischen Romanen, dass oft nochmal so Fachbücher, die der Autor oder die Autorin genutzt hat, hinten dran beigegeben sind. Ich finde, das schadet auch nicht, weil für den, der Interesse hat, das ist ein Serviceangebot. Und deshalb sehe ich das jetzt auch gar nicht so kritisch. Ne? Ich würde das auch gar nicht bemängeln, sondern das hatten wir ja schon mal, ne? die Spiele oder die Themen helfen, ins Spiel zu finden. Und ein historisches Thema macht es dir eben einfach, die Spielanleitung zu verstehen und das Spiel zu spielen. Und dann ist es gut. Ja, ich fand ganz spannend auch den, was du vorhin gesagt hast, da sind wir gar nicht mehr so genau drauf eingegangen, dass du ja eigentlich durch die Geschichte schon den Rahmen vorgegeben hast. Ne? Also du musst dir nichts mehr ausdenken. Das macht es natürlich für, sag ich mal, einen Redakteur oder so relativ einfach, weil er halt weiß, okay, jetzt gucke ich mal Wikipedia durch, ich hole mir noch vielleicht dies oder das Buch oder ein Geo-Wissen oder was weiß ich. Ne? Es gibt ja zig Quellen, wo ich mich relativ schnell und kompakt mittlerweile informieren kann über geschichtliche Themen. Ja, also das Wissen ist tatsächlich durch das Internet auch sehr zugänglich geworden, muss man wirklich sagen. Und das hatte ich so zum Beispiel noch nie gesehen, dass das ja eigentlich mir die Arbeit leicht macht, weil ich weiß ja genau, also das ist das Thema und das ist es halt jetzt. Ne? Und das setze ich halt dann da drauf und dann passe ich halt nur ein bisschen was an oder so und noch ein paar Illustrationen dazu. Und dann passt das schon irgendwie. Genau, und dann hast du natürlich auch
falsche oder nicht wissenschaftliche Vorstellungen, die sich darin spiegeln, aber das hast du bei anderen populären Darstellungen von Geschichte halt auch. Film zum Beispiel. Oder Büchern. Also, ne, das ist halt. Ja, und bei da sind wir meistens noch schlimmer. Ja, kommt drauf an, was du halt liest oder was du guckst. Also, es gibt's überall, ne? Das hast du auch in Popsongs, ja. Hm. Das überall Referenzen an Geschichte, weil das halt, das ist eine Welt, in der wir leben, die aus Geschichte irgendwie gemacht ist. Und insofern ist es nur natürlich, dass es in Spielen auch drin ist. Und natürlich sind da auch falsche oder problematische Vorstellungen drin, aber das heißt ja nicht, dass man die verdammen muss. Ne? So. Mhm. Und dann ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Ich glaube, das machen wir heute nicht mehr auf, weil wir schon lange dabei sind. Aber es gibt natürlich auch ein paar Themen, die einfach besonders problematisch sind, ne? Und wo vielleicht eine besondere Sensibilität dann angebracht ist. Ja, und da sind so Sklaverei oder Holocaust sind eben Sachen, wo man vielleicht nochmal genauer hingucken sollte. Und da gab es ja auch entsprechende Debatten, auch dann in der Brettspielszene schon. Ja. Also es ist halt eben dann eben auch, Geschichte ist auch immer, hat immer was mit Identität zu tun von Menschen. Kann natürlich dann auch, Darstellungen von Geschichte können auch verletzen, wenn sie dann die Identität von Menschen eben berühren. So, und das ist aber nochmal ein eigener, glaube ich, nochmal ein eigener Komplex, der ganz schön schwierig ist, wo du aber auch merkst, dass man eben, das Mittelalter ist weit weg, da macht man nicht mehr viel falsch und das berührt die Identität der Menschen nicht mehr so. Mhm. Insofern kannst du halt auch viele Mittelalterspiele machen und findest da auch immer einen Ankerpunkt. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass zum einen ist es so weit weg, es tut niemandem mehr weh, es ist aber so weit weg und ist deshalb in irgendeiner Weise anders und exotisch und ermöglicht eben auch dieses Abtauchen in eine andere Welt. Genauso wie du das im Fantasy-Bereich hast und dann hast du ja auch wieder diese Schnittmengen von Fantasy und Mittelalter. Alter, wenn dann plötzlich die Drachen auftauchen. Ne? Die, ja, so, genau. Oder die Wikinger-Zombies. Oder die, genau, da gibt es alles Mögliche und das ist ja auch legitim. Ne? Weil Wikinger-Zombie-Drachen. Ja, wenn du die Aliens dazu nimmst, also ja, genau, da sind in der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Ne? Ja, und es ist eben auch, am Ende ist es ein Spiel. Und da würde ich auch den wesentlichen Unterschied setzen halt zwischen, du machst Spiele zum Spielen und zur Unterhaltung und du designst Spiele eben, um sie zum Lernen zu nutzen. Das ist so ein bisschen wie beim Film, so, sag ich mal, Popcorn-Kino versus Dokumentation oder dokumentarischer Film. Finde ich einen interessanten Vergleich, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung, ja. Ich habe immer das Gefühl, Spiele sind in der Regel eigentlich so das Popcorn-Kino und dann gibt es halt noch so einen anderen Bereich, das ist sowas wie Textura zum Beispiel jetzt oder so, was sich eher so, sag ich mal, sehr ernsthaft mit der Sache auseinandersetzt und eigentlich jetzt, nicht böse gemeint, aber vordergründig erstmal keinen Spaß machen soll. Nee, da würde ich ja widersprechen. Sie sollen ja Spaß machen. Ja, ich weiß schon. Nein, aber du weißt, was ich meine. Wenn es auch keinen Spaß macht, dann brauche ich da das Spiel nicht einsetzen. Ja, so, aber in erster Linie geht es ja aber darum, das zu vermitteln und dabei auch noch eine gewisse Form von Spaß zu haben. Ne? Ja. Und bei den meisten Brettspielen geht es ja eigentlich darum, dass man hauptsächlich sagt, okay, das soll jetzt Spaß machen, das soll mich unterhalten und soll mir am Tisch eine gute Zeit bringen. Ja, und ich glaube aber, also das ist noch wirklich ein spannender Punkt, der Vergleich mit den Filmen. Ne? Wenn du das nochmal weiter denkst, dann hast du nicht nur Popcorn-Kino und Dokumentarfilme, dann hast du auch kurze Werbefilme, also Werbetrailer oder auch Werbung im Fernsehen. Mhm. Du hast Nachrichtensendungen, du hast Fernsehprogrammfilme für ältere Leute, für jüngere Leute. Und im Prinzip sind Spiele da dann wieder ähnlich. Ne? Du musst halt die genauen Bedingungen dir anschauen, wenn du Spiel als Medium verstehst und vielleicht auch als Kulturgut, und das ist auch wieder eine andere Diskussion. Oh, ich auch, aber ich wollte das Wort einmal gesagt haben. Ja, ich war vorhin auch schon zweimal davor. Ja, sowieso. Es liegt bei dem Thema aber auch wirklich nah. Ja, natürlich. Ohne das jetzt groß zu erörtern, aber dann bist du in einem Bereich wie beim Film und dann kann das Spiel an und für sich eben in verschiedenen Bereichen verschiedene Dinge machen. Und ich mache nochmal ein Beispiel aus dem, wo ich mit Ron jetzt gerade arbeite, weil das vielleicht nochmal deutlich macht. Ne? Ja, wir wollen diese Spiele machen, ne, von der Steinzeit bis zu den Römern. Und wir haben uns dann halt genau angeguckt, was für Bedingungen haben wir denn in der Schule. Und das heißt eben, wir haben 45 oder 90 Minuten Zeit. In der Zeit hatten wir gerade schon, ne, muss ich die Anleitung lesen, ich muss das Spiel spielen, ich muss aber auch nachbesprechen können. Die Spiele müssen kurz sein. Ich weiß, für welche Altersstufe das geeignet ist. Ne? Das steht im Lehrplan in der 5., 6. oder 7. Klasse. Das heißt, das muss für Schüler, die das Alter haben, die wenig spielerfahren sind, machbar sein in der Zeit. Ich kann nicht davon ausgehen, dass eine Schule oder dass ein Lehrer Spiele für 200 Euro kauft, um dafür einen Klassensatz zu haben. Also sind wir hingegangen und haben das als Kopiervorlagen gemacht. Und dann siehst du, dass das Spiel adaptiert wird an da, wo es dann halt gespielt werden soll. Ne? Und genauso hast du halt auf Kickstarter, jetzt gehen wir zum Gegenteil, ja, die super Mini 250 plus Miniaturen. Ja, oder 500 Euro, wenn du All-In haben willst. Ja. Und da gibt es natürlich auch eine Zielgruppe dafür. Das heißt, eigentlich
hat das Spiel, je nachdem, was es macht und wo es genutzt wird oder wofür es gemacht wird, eine sehr spezifische Zielgruppe. Es gibt ja auch zum Beispiel Werbespiele, also Firmen, die einen Auftrag geben, um das zu machen. Ja. Und da gibt es auch einen eigenen Markt für. Und dann ist diese, wenn du diese Vielfalt in den Blick nimmst von traditionellen Spielen, von Werbespielen, von den super Kickstarter-Miniaturenkrachern, ja, dann hast du eine wahnsinnige Vielfalt, die einfach auch jeweils auf die Zielgruppe abgestimmt ist. Mhm. Und da sind wir tatsächlich beim Thema, glaube ich, Kulturgut. Ja, und da kriegen wir jetzt auch ganz gut den Bogen hin zum Thema Kulturgut, weil man das kann man jetzt auf Filme übertragen. Genau. Kann man auf Literatur, Buchmarkt übertragen. Ne? Also ne, das sind ja quasi Kulturgüter, die sich jetzt, wo keiner das in Frage stellen würde. Wenn du jetzt mit dem Spiel als Kulturgut kommst, dann sagt dir einer, ja, aber doch nicht der ganze Kram hier, sondern nur das, Mensch, ärgere dich nicht und so. Das ist Kulturgut und Mühle. Aber doch nicht hier A Song of Ice and Fire, das Miniaturenspiel. Das ist ja Quatsch. Ja, aber weil vielleicht die Vielfalt der Spiele gar nicht gesehen wird. Ja, ne? Wir haben zwischendurch mal die Wargames erwähnt. Die sind eine sehr eigene Nische. Genau, ne? Aber es gibt eben so viele. Also in Deutschland zumindest. Genau, und die meisten Leute kennen aber dann eben vielleicht nur Mensch, ärgere dich und Monopoly und vielleicht noch 3-4 andere Spiele. Ne? Und daran hängt das. Gleichzeitig hast du aber auch noch sagen wir mal, eine sehr breit aufgestellte Rezension, eine breit aufgestellte Rezeption. Also oft wird halt ein gewisser Bereich beleuchtet. Und wenn du das jetzt wieder vergleichst mit Filmen oder mit Literatur, dann gehst du in einen Buchladen, dann hast du eine Krimi-Ecke. Und dann hast du eine Sachbuch-Ecke. Du gehst in einen Spielladen, wonach sind die sortiert? Na, also da ist schon in der Regel noch Kinder, Familie, Experte vielleicht, aber das war es dann auch. Genau, ne, es gibt eine Unterscheidung. Der Rest aber ist alphabetisch. Vielleicht könnte sich das auch stärker ausdifferenzieren. Mhm. Na, also, weil es gibt mittlerweile die Vielfalt und du bist mittlerweile ja auch bei, ne, die, wie viel hat die Messe Essen dieses Jahr neu? 1.500, 1.600? Also 1.700 oder so. Keine also Ahnung. Irre viel und da ist vielleicht auch eine Ausdifferenzierung notwendig. Mhm. Ne? Und dann eben, der Vorschlag kam ja von dir mit Dokumentarfilm und Popcorn-Kino und vielleicht trägt die Analogie. Ne? Und dann ist aber auch tatsächlich das ein Bereich, und das erleben wir ja auch, wenn du so drin bist in der Szene, wie viel Dynamik da drin ist, ne? Und wie viel Entwicklung da drin ist. Ja. Vielleicht ist das so der nächste Schritt, dass da stärker ausdifferenziert wird. Entweder ähnlich oder anders, aber auf jeden Fall, dass es eine stärkere Unterscheidung gibt, die auch wahrgenommen wird. Ne? Wow. Weiß ich nicht. Aber ganz schön viele Fässer aufgemacht. Ne? Ja, natürlich, aber es schreit ja quasi danach. Ja. Also Geschichte im Spiel ist ja schon... ein weites Feld, ja. Das ja. Ja. Jetzt haben wir total viel über Geschichte gesprochen, also Geschichten und Geschichte im Endeffekt. Jetzt machen wir noch ein Schleifchen dran und sprechen nochmal über deine beiden Spiele, die jetzt kommen, damit wir auch noch einen aktuellen Bezug haben und nicht nur über Geschichte gesprochen haben. Du hast ja zwei Sachen im Köcher dieses Jahr in Essen, beide am Start, soweit ich weiß. Ja, genau. Einmal das Spiel Mice to Meet You, das ist bei Skellig Games, der Uwe war ja vor kurzem auch hier. Im Vertrieb oder quasi als Verlag sozusagen. Als Verlag, genau. Ja. Verlag. Und ein zweites Spiel, interessanterweise erscheint, ist ein relativ kleines Spiel, wie ich es jetzt verstanden habe, auch schachtelmäßig irgendwie. Ich habe es ja noch nicht in der Hand gehabt, genau. Ich auch nicht, aber es sah für irgendwie... Queen ungewöhnlich. Ja, genau. Ja. Also das genaue Gegenteil zu manchen Sachen, die jetzt so hier hinter mir stehen. Vielleicht erzählst du nochmal zwei, drei Worte zu Mice to Meet You. Da hat der Uwe zwar schon ein bisschen was gesagt, aber vielleicht gucken heute andere Leute zu, die man nochmal erreichen kann damit. Zu Queens, wie heißt du überhaupt nochmal jetzt? The Queen's Collection. The Queen's Collection hat aber eigentlich nichts mit Queen Games zu tun. Doch, auch, genau. Oder ist das ein Anlass? Oder fangen wir dann halt damit an? Fangen wir damit an, genau. Queen Games wird dieses Jahr 30 Jahre alt, da sind 89 gegründet, ne? Haben ja irgendwie angefangen, aber ist egal, die gibt es seit 30 Jahren und sie haben gesagt, wir würden gerne ein Jubiläumsspiel machen. Und da hatte ich ein Spiel, was tatsächlich eine andere Entstehungsgeschichte hatte, aber da sehr gut passte. Und im Prinzip gehst du bei dem Spiel hin und hast die Cover von einigen Spielen aus der Queen Games Geschichte auf Karten gedruckt und du hast farblich zugeordnet solche Spielfiguren. Also ich habe die Farbzuordnung jetzt nicht im Kopf, aber ein Spiel ist auf lila gedruckt, ne? Ein Spieler ist auf einem blauen Rahmen gedruckt und du hast dann blaue Spielfiguren und lila Spielfiguren. Und die stehen dann aber durch einen Zufallsmechanismus auf den falschen Karten und du musst die halt in die richtige, also zur richtigen Box zuordnen. Das ist im Prinzip ein Solospiel, also was für dich. Es ist auch als Solospiel tatsächlich entwickelt. Ja? Ich habe zu Hause da gesessen und eine ganze Nacht durchgezockt, um zu gucken, funktioniert das nicht. Ne? Also du hast eine kleine Auswahl an Karten in der Hand und kannst dann eben Figuren tauschen. Also du hast drei Karten in der Hand und die zeigt dir dann an, welche Figuren du bewegen darfst. Und du musst dann eben
So ein bisschen wie, kennst du dieses traditionelle Solitär, wo du überspringen musst? Ja, ja. So, und da hast du halt Figuren, die tauschst du miteinander. Ne? Du tauschst ihren Platz und versuchst eben durch Tauschen, dass am Ende alle Figuren wieder in der richtigen Schachtel sind. Und hast dafür eine gewisse Anzahl von Zügen. Dadurch ist es limitiert. Und das kannst du eben auch kooperativ spielen oder auch kompetitiv spielen, wer dann die meisten richtig zuordnet, gewinnt am Ende. Also ein ungewöhnliches Spiel für Queen Games, weil Solospiele sind eigentlich nicht deren Bereich. Ne? Aber es passte sehr gut von der Idee her, weil du da eben so ein bisschen als Jubiläumsspiel so die Firmengeschichte auch nochmal wiedergeben kann sein. Ja, genau. Erscheint ganz limitiert, war im Kickstarter jetzt. Ja, das habe ich gesehen. Und dann gibt es das jetzt nochmal auf der Messe und dann war es das. Also es wirklich so ein Jubiläumsspiel ist. So ein Werbespiel. Eben nicht, genau. Aber da haben wir aber länger darüber diskutiert. Ne? Es ist eben kein Werbespiel, sondern es hat einen eigenen Charakter. Ja, ne? Aber es geht so ein bisschen in diese Richtung, sage ich jetzt mal, weil es ist sehr limitiert, es ist sehr fokussiert, ist natürlich auf Queen Games. Aber es ist eben nicht die Idee ist nicht, mach mal ein Werbespiel für uns, sondern da war ein Spiel und das können wir wunderbar dafür adaptieren. So, das ist, glaube ich, auch nochmal ein anderer Entstehungsprozess. Ja. Also es ist nicht ein reiner, ich habe das vor kurzem in einem Podcast gehört, ein reiner Werbegag, sondern es ist tatsächlich ein kleines Spiel. Ne? Schöne Grüße. Schöne Grüße an die Bretagogen, genau. Wir richten ja auch immer Grüße aus. Also. Genau. Nee, es ist halt nicht, aber man könnte es denken. Ne? Es ist so. Und das ist es aber nicht, sondern es ist wirklich ein kleines, so ein puzzliges Spiel, wo du halt Sachen sortieren musst und was eben einfach gut passte, dann zu sagen. Aber es passt eigentlich gar nicht so zu Queen Games, es passte eben, weil das zum Jubiläum passt. Ansonsten machen die bisher so kleine Spiele nicht, aber ich habe gesehen, da kommen noch andere. Ja, der Ulrich hat ja schon angekündigt, dass auch in dem Spiel so ein paar Sachen angeteasert werden. Auch das, genau. Ja, das finde ich ja spannend. Ja, kann man auch sehen. Im Kickstarter, der steht ja noch online, kann man auch gucken. Das sind so Abbildungen. Konnte man schon die Karten sehen. Auf den Karten waren tatsächlich dann schon Spiele. Also wer neugierig ist, geht jetzt nochmal zu Kickstarter und guckt sich nochmal die bereits abgelaufene Kampagne an, glaube ich. Genau, es ist schon längst abgelaufen. Insofern. Aber die sind ja immer alle online. Also alle Kampagnen, die jemals auf Kickstarter gelaufen sind, sind ja auch weiterhin erreichbar. Ja, haben Kickstarter schon oft genug gesagt? Das soll man mal Kickstarter nochmal sagen. Kickstarter? Ja, Kickstarter. Ja, also Kickstarter. Genau. Nicht auf Kickstarter, allerdings war Nice to Meet You ein etwas skurril anmutendes Spiel, erstmal von der Optik her, muss ich sagen. Also ich war erstmal ein bisschen überrascht, sieht das aus und so, aber das kommt ja dann nicht von dir, sondern das macht ja der Verlag dann eigentlich alles so, ne? Also genau, das ist ein kleines Würfelkartenspiel. Die Idee war ursprünglich eine Mechanik, wo man auch merkt, das hat nichts mit mir als Geschichtslehrer mehr zu tun, sondern es gibt so wahnsinnig viele Roll-and-Write-Spiele und gesagt, was kann man da noch anders machen? Da dachte ich, naja, man kann vielleicht Karten loswerden. Also anstatt eben zu würfeln und zu schreiben, rollen und eben Karten ablegen. Okay. Das Schöne ist halt, wenn du einmal normalerweise halt irgendwas ankreuzt, dann ist das ja angekreuzt, dann radierst du das ja nicht mehr weg. Ja. Wenn du Karten ablegst, kannst du sie aber auch wieder aufnehmen oder du kannst sie rumdrehen. Das heißt, du hast noch andere Möglichkeiten, als du in einem Roll and Write hast. Das war so die Idee und da ist dann dieses Spiel entstanden. Es hatte ursprünglich ein ganz abstraktes Ding, nur Nummern drauf. Es war okay, aber es hat tatsächlich mit diesem Thema, wir hatten das eben schon, ne? Das ist jetzt kein Geschichtsthema, aber das Thema hat es tatsächlich am Tisch irgendwie interessant gemacht, weil die Leute plötzlich verstanden haben, warum nehme ich die gelben Würfel und warum nehme ich die roten Würfel. Gut, da gibt es ja zig Beispiele. Ja. Ne? Also Beastie Bar, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit dieser Schlange vor der Disco, wo man dann die Karten wild rumtauscht und so, kannst du auch ohne die Tiere spielen. Aber macht halt keinen Spaß. Theoretisch, genau, ja. Und ich hatte das dann als Proto mit in Ratingen Anfang des Jahres. Und da war das für mich wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Ich saß am Tisch, an meinem kleinen Autorentisch. Und dann kamen Leute, haben das mal gespielt. Und sagten, können wir es nochmal spielen? Ja, klar. So, und dann kamen die am nächsten Tag wieder und hatten ihr Enkel dabei, ihre Freundin, ne, ihren Mann. Und die sind alle am zweiten Tag wiedergekommen. Und dann, das würde ich gerne nochmal meinem Mann, meinen Enkel zeigen und nochmal spielen. Ich so, okay, jetzt ist es so weit entwickelt, dass es halt richtig gut ist. Und genau, dann mit Uwe schnell ins Gespräch gekommen und die Alisa, die das gemacht hat, gezeichnet hat, ne, hat das erste Mal überhaupt im Brettspielbereich illustriert und Uwe und die anderen Leute von Skellig, die sind ja mittlerweile ein kleines Team, ne, haben das dann halt auch mal rumgezeigt und das ist bei Kindern tatsächlich gut angekommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also es bricht halt mit der typischen Brettspiel-Optik, mit den typischen Illustrationen, wie man sie von Dennis Lohausen, Clemens Franz etc., Michael Menzel etc. kennt, ne, die machen alle sehr professionelle Illustrationen und da hast du auf einmal sowas, was total anders ist. Und das überfordert häufig uns klassische Brettspiel-Geeks so ein bisschen, weil wir auch ganz gerne in dieser Komfortzone uns ja so ein bisschen bewegen. So, das hat wieder Clemens Franz, das hat The Miko wieder gemacht. Ja, und das hat der wieder. Auf der Skellig-Seite steht es ja neben On Mars. Ja. Es ist schon ein Maximalkontrast. Ja, so, definitiv. Ne? Und insofern
ist es interessant, ja, aber wie gesagt, es ist mit Kindern getestet und die fanden die Illustrationen gut. Und wenn die das gut finden, ist in Zielgruppe. Also so ab 8. Also man muss halt rechnen können, weil du musst halt die Würfel addieren und überlegen, was die beste Kombi ist. Also zwischen 8 und 12 oder ab 8 funktioniert es ganz gut. Wenn du halt noch nicht so firm bist im Kopfrechnen, dann gut, da kann man halt den Kindern auch gegebenenfalls helfen, weil das nicht verdeckt läuft. Ne? Aber du hast 5 Würfel und musst die miteinander gegenrechnen, welche Kombi du nimmst. Auch wieder ein interessanter Aspekt. Man lernt ja über so ein Spiel vielleicht dann auch auf einmal ein bisschen besser Kopfrechnen. Ja, wir hatten tatsächlich, es war sehr lustig, in Ratingen war tatsächlich eine Oma da, die hat ihren Enkel nochmal mitgebracht. Und der hatte nicht so viel, das war der Einzige, der nicht so viel Spaß hatte. Ich sagte, was gefällt dir nicht? Ja, nee, das mit dem Rechnen ist viel zu anstrengend. Ja. Aber, okay. Aber ich habe tatsächlich bei meinen Kindern die Erfahrung gemacht, die haben, was war, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war, ob es Machiko war oder irgend sowas, wo du auch die ganze Zeit irgendwie mit dem Geld da rumhantieren warst. Das hat die immer völlig wahnsinnig gemacht, wenn ich dann gesagt habe, es gibt doch mal die 5 eine ab, ich gebe dir hier so einen 5er, nee, ich habe ja lieber 5. Ne? Also so, das so am Anfang und dann irgendwann haben sie es aber verstanden und dann immer stärker sind sie auch da reingekommen in dieses, in diesen Rechenmodus und so. Ne? Das ist ganz spannend, das auch zu sehen, dass sowas damit eigentlich auch ganz gut transportieren kannst. Ja, und unser Sohn ist 5, wir haben am Wochenende alles an Bord gespielt, ne, da steht drauf ab 7, der hat das schon super mitgespielt, alles ist so, ne? Man begleitet ja seine Kinder auch und da hat er auch angefangen zu rechnen. Also ne, der interessiert sich jetzt für Zahlen, ne, ein Jahr vor der Schule und dann hast du ja diese Schatztruhen und die 5er und die 1er und da musst du immer, du musst ja tauschen. Ja, das ist schon mal der Punkt, genau. Ja, und dann macht er das auch, weil es gehört ja zum Spiel dazu und dann macht es halt Spaß, aber nebenbei lernt er auch was und ist ja nicht verkehrt. Ja, sehr schön. Ja, dann bist du jetzt dieses Jahr schon mal vertreten. Hast du noch was in der Pipeline, was du schon verraten kannst? Kommt, also euer Steinzeitspiel kommt jetzt bei einem, also ich sage jetzt mal Steinzeitspiel, es ist nicht Stone Age oder was anderes? Genau, das kommt beim Rabe Verlag raus, ne? Das ist ein Lernmittelverlag, Anfang nächsten Jahres. Das sind 5 Spiele insgesamt, die so zusammen als Kopiervorlage sind, insgesamt 30 Seiten, dann Januar oder Februar erscheinen sollen. Das ist jetzt aber was für den normalen Spieler eigentlich jetzt nicht interessant ist, ne? Sag ich jetzt mal so, also vielleicht für die Kollegen von den Brettagogen vielleicht wieder interessant. Möchtest du nochmal grüßen? Ja, schöne Grüße. aber sag ich mal so, für den normalen Spieler, also für mich wäre es jetzt mal so rein interessant aus der Sicht, was macht ihr da dann überhaupt genau an Spiel? Also was ist da für, wie viel Spiel steckt da denn tatsächlich noch drin? Also wenn es fertig, also der Verlag hat es noch nicht fertig, ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Aber wenn es fertig ist mit den fertigen Grafiken, würde ich es gerne mal mitnehmen und gucken, ob das nicht für Familien auch interessant ist. Na, also wir haben jetzt Zielgruppe, sind so 10- bis 11-jährige Nichtspieler. Also Schüler, die von ihren Lehrern gezogen werden, im Unterricht zu spielen. Die suchen sich das ja nie aus. Und ich bin mir nicht sicher, wir haben es halt nicht, wir haben es in den Klassen getestet und bei den Kindern kam es super an. So. Aber ich bin mir nicht sicher und das möchte ich gerne mal ausprobieren, ob es nicht auch für Familien interessant sein kann. Na gut, man könnte es ja auch so verkaufen, in Anführungszeichen, dass man sagt, okay, du hast halt hier verschiedene Szenarien, du durchlebst quasi eine Geschichtsreise. Ne? Du kannst sie ja auch weiterführen, theoretisch vielleicht. Ich hoffe ja auch, das ist als Autor immer schwer zu sagen, ne? Aber ich hoffe natürlich, dass die Spiele einfach als Spiele so interessant sind, dass sie halt Familien, also eher wenig Spielerfamilien, dir wird es keinen Spaß machen, glaube ich. Ne? Weil dafür ich spiele alles. Ja, gut, dann darfst du es auch gerne spielen. Ne? Aber, danke. Aber dass es halt wenig Spielerfamilien tatsächlich auch mit Kindern einfach Spaß macht, das Ding zu spielen. Mhm. Und ich glaube, wenn uns das gelungen ist, dann sind die auch für die Schule gut geeignet. Ne? Dann haben wir wieder so einen Bogen geschlagen, dass sie eben nicht Lernspiele sind, die langweilig sind, sondern dass das gute Spiele sind, die man eben auch in der Schule nutzen kann. In dem Fall haben wir es halt einfach an die Bedingungen von Schule angepasst. Ne? Mhm. Ja, und ansonsten liegen noch 2, 3 Spiele bei Verlagen, aber gucken wir mal. Ja, noch nicht so weit, dass wir darüber reden können. Ja, dann bleiben wir mal gespannt, was danach kommt von dir. Egal in welchem Bereich, ob jetzt im schulischen Spielbereich oder vielleicht auf unseren Tischen dann auch irgendwann demnächst. Und dann vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Wir legen jetzt noch ein paar Spiele auf den Tisch. Also nicht nur Schachteln, sondern wir spielen was. Genau, machen wir. Alles klar. Dann danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao. Tschüss.